Also nicht nur die Erde wurde in so künstlich erzeugte Matrix eingeschlossen, sondern auch viele andere Planeten in unserem Sonnensystem. Diese Geometrie wird jetzt auch auf unserer Erde installiert. Und das heißt, dass wir dann wunderbar mit dem, ja, mit dem Wissen, mit der göttlichen Intelligenz verbunden sind. Also es entstehen wirklich Räume, die wir noch nicht kennen. Jetzt geht es praktisch darum, dass jeder Mensch oder die Menschen, die bewusst sind, dass die wirklich anfangen und dass die wirklich bei sich bleiben und jeder, der bewusst ist, das Licht ausdehnt. Ja, dann begrüße ich dich wieder von ganzem Herzen, du wundervolle Seele, zu einem weiteren Interview hier im Rahmen der Selbstgesprächereihe auf dem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Ich habe einen zauberhaften Gast heute mitgebracht, und zwar die wundervolle Pavlina Klemm. Hi, Pavlina. Hallo, liebe Philipp, und danke für die Einladung. Danke. Ja, also ich genieße in der Regel jeden Gesprächsaustausch, aber mit Pavlina freue ich mich, muss ich sagen, immer ganz besonders. Schön. Immer mit so viel Leichtigkeit und Licht verbunden. Und falls du Pavlina noch nicht kennen solltest, Pavlina ist also als Medium seit vielen Jahren unterwegs, als Autorin und lange Zeit mit Engelsenergien, bis dann die Plejader bei ihr angeklopft haben, und seither channelt sie die Plejader und bringt hier als Lichtbotschafterin wirklich wundervolle Informationen auf die Erde, die mich seit Jahren begeistern und unterstützen und viele, viele andere auch. Solltest du Pavlinas Arbeit also noch nicht kennen, lade ich dich herzlich ein, dich da mal hinein zu begeben und hinein zu spüren, ob das dich vielleicht nicht auch voranbringen könnte. Ja, vielleicht dazu auch gleich vorab. Pavlina hat einen wundervollen neuen Kurs aufgenommen. Vielleicht dazu sagst du vielleicht am besten selber, was ich, wie ist denn der Name von dem Kurs und um was geht es dabei? Okay, also ich habe einen neuen Kurs aufgenommen und der heißt Dein Weg in die höheren Bewusstseinsdimensionen. Und in diesem Kurs geht es darum, dass wirklich die Plejada die Menschen Schritt für Schritt begleiten in ihrer Entwicklung und ja auf dem Weg zu den lichtvollen Dimensionen. Und allgemein ist dieser Kurs oder halt die Einheiten sind halt nützlich für unseren Alltag. Also es muss nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, dass immer nur ja um das Abstrakte vielleicht geht. Es geht wirklich, dass wir hier leben auf dieser Erde und die Einheiten, die ich aufgenommen habe, die helfen den Menschen auch wirklich in die Kraft zu kommen. Denn in dieser Zeit ändert sich jetzt so viel. Also es ist wirklich jeden Tag erleben wir eine neue wirklich Veränderung und durch diese Einheiten, die ich aufgenommen habe, bekommen die Menschen wirklich mehr Kraft und mehr Energie und mehr Stabilität. Und was ich halt immer schätze bei den Plejadern, wissen auch viele Menschen, die meine Bücher schon gelesen haben oder die Energie der Plejade genossen haben. Das Bewusstsein von jedem Einzelnen darf sich dabei ausdehnen, bei dieser heilenden Energie, die auch natürlich durchkommt bei diesem Kurs. Und das Bewusstsein verbindet sich mit höherem Bewusstsein, mit unserer höheren Intelligenz. Und jeder Mensch fühlt sich dann einfach ja stabiler. Jeder Mensch fühlt sich mehr angebunden. Und die Menschen berichten, also fast jeder Mensch berichtet, ja, endlich spüre ich auch meine Lichtwesen und ich fühle, dass ich nicht alleine bin. Also es ist alles sehr komplex, denn die Energie der Plejada ist sehr heilend und sehr hilfreich für unsere Entwicklung.
Also darum geht es halt in diesem, nicht Kongress, Kurs in in deinem diesem Kurs. Kurs, genau. Also, dass sich auch Menschen erinnern können, wer sie sind. Und natürlich ist da auch eine Einheit mit kosmischen Apotheke, wie man gut mit kosmischen Apotheke arbeiten kann. Und ja, ich glaube, dass in jeder Einheit wirklich die Energie der Plejada wirklich spürbar ist. Ja, also ich stelle das immer wieder fest, weil es gibt auch viele andere, die eine ähnliche Arbeit machen, die auch Meditation anleiten, aber es ist viel mehr als einfach nur die Worte, die gesprochen werden. Es fließt diese Energie und das ist auch das, was so viele Menschen anzieht. Und ich spüre das bei den Plejadern einfach viel stärker als woanders, diese unglaublich liebevolle, heilende Kraft. Also es ist sowas kindlich Reines da drin. Anders, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, aber das ist, ja, es fühlt sich an wie zu Hause sein einfach. Und also mit viel Freude verbunden, Ja. ja, Leichtigkeit. Und ja, es ist so, wenn man mit den Plejaden arbeitet, sie öffnen für uns richtig die Räume und Dimensionen, damit wir uns dann mit den richtigen Feldern verbinden können. Also ja, die Plejader sind geborenen Heiler, also sie lieben das Heilen. Und sie schauen immer, wenn die Menschen sich schon über diese Thematik oder mit dieser Thematik befasst, dann schauen sie immer, dass sie uns helfen. Also, dass wirklich keine Minute verloren geht. Manchmal will ich auch vielleicht nur ganz normale Meditation machen, wenn ich für die Menschen mache, ganz normale. Aber es geht nicht, weil sie, weil die Player da jedes Mal ihre heilende Frequenzen auch mitschicken. Das ist auch natürlich wunderschön. Und ja, bei jeder Meditation kann man auch wunderbar heilen, egal auf welche Weise. Also die heilende Energie kommt durch. Und was auch schön ist, die tun die Energie immer gut anpassen. Also wenn sie sehen, okay, dieser Mensch braucht zum Beispiel mehr Anbindung an die aufgestiegenen Meister oder an die Ahnen, dann bringen sie halt diese Energie oder sie verbinden uns eben mit der Energie der aufgestiegenen Meister oder mit den Ahnen oder wie auch immer. Also sie sehen das, sie fühlen es und dementsprechend öffnen halt die Räume und Dimensionen und verbinden die Menschen eben mit den bestimmten Wesenheiten, die der Mensch braucht. Ja. Ja, das merke ich auch. Also so nehme ich das auch wahr. Es ist, du sagtest ja gerade, es ist in Detail ist es eigentlich sehr komplex, also was dort alles vonstatten geht. Und trotzdem ist es unglaublich leicht, weil man es nicht mit seinem eigenen Bewusstsein alles lenken und leiten muss, sondern man wird an die Hand genommen und die Heilung fließt, indem man einfach nur sich öffnet für die Ja. göttliche Sphäre. Und ich sehe das, wie sie mit uns wirklich Schritt für Schritt gehen. Denn als ich zum Beispiel die ersten Bücher geschrieben habe, ich habe auch nicht gewusst, wohin der Weg eigentlich hingeht. Und jetzt kann ich so viel verstehen. Ich habe auch für mich so viel gelernt, weil ich habe am Anfang auch für immer nur so wie so ein Mosaiksteinchen gesehen und nicht das Komplexe. Natürlich darf ich auch noch unendlich viel lernen und sehen und entdecken, aber ich verstehe wirklich jetzt ganz viel durch die Bücher und durch die Informationen. Es macht alles jetzt mehr Sinn und ich sehe, dass was die eben zum Beispiel in den ersten Büchern geschrieben haben, dass das wirklich Sinn macht, was jetzt in den letzten Büchern steht. Also sie sagen immer, alles besteht aus dem Kreis und einmal wird sich der Kreis schließen, einmal wird alles verstehen. Und ja, zum Beispiel jetzt mit diesem Jahr, wie sie das Jahr Jahr der Klarheit nennen. Also das hat alles wiederum mit der Energie, in der wir uns jetzt befinden, mit der heiligen Geometrie, die bei uns auf der Erde installiert und aktiviert wurde. Diese
Prozess verläuft auch immer noch oder verläuft gerade und wird, glaube ich, bis, ja, bis März, April wahrscheinlich durchlaufen. Und wir bekommen praktisch durch diese Strukturen der heiligen Geometrie mehr Klarheit, mehr Ordnung, mehr Struktur. Und jetzt haben wir auch gerade wieder neue Botschaft von den Plejadern, dass auch die Engel der Klarheit zu uns gekommen sind und sie klären die Energie unserer Herzen, damit wir uns eben an diese Klarheit, die wir hier schon auf der Erde haben, durch die Strukturen, dass wir uns anbinden können. Also es macht alles so Sinn, alles ist wirklich sehr komplex und einmal wird sich der Kreis schließen. Ja, wunderbar. Es ist tatsächlich so, als würde man mit verbundenen Augen hier, also was wissen wir denn wirklich schon? Ich finde auch, das ist wahrscheinlich der Schritt, den es auf jeden Fall braucht, dieser Akt des in die Demut zu gehen, dass man erkennt, man hat eigentlich gar keine Ahnung, Ja. was wissen wir denn schon? Wir sind hier auf dieser kleinen blauen Kugel, die irgendwo durchs unendliche Weltall Ja. kullert. Ja, Auch das das stimmt. könnten wir nicht mal beweisen, also. Ja, Aber das stimmt. was wir eben haben, und das ist, stelle ich auch immer wieder fest, das Einzige, was wir wirklich haben, ist Intuition. Also fühlt sich das gut an, habe ich den Eindruck, das meint es gut mit mir, das fühlt sich heilsam an oder eben nicht. Und über die Zeit hinweg werden wir natürlich weiser durch Erfahrungen. Und wenn sich der Kreis geschlossen hat, haben wir plötzlich dann irgendwann das ganze Bild. Und bis dahin helfen uns dann eben noch gewisse Lichtwesen und bis wir in unsere eigene Souveränität treten, ne? Ja. Und die Intuition, die entwickelt sich eben auch vor allem deswegen, dass wir uns selbst wahrnehmen und dass wir uns eben mit der höheren Intelligenz verbunden haben. Also wenn wir das Bewusstsein ausdehnen, dann verbinden wir uns mit dem höheren Bewusstsein, mit der höheren die Intelligenz und dann entwickeln wir mehr Intuition automatisch. Also das ist auch eben so die Hilfe der Plejader, die uns bieten, uns wirklich auf diesem Weg zu unserer Intuition zu begleiten, damit wir selbst entscheiden können, was für uns gut ist und was nicht. Weil früher haben wir, mir ging es damals auch nicht anders. Früher habe ich auch immer meine Freundinnen gefragt, wir haben uns immer getroffen und telefoniert und haben uns beraten, was mache ich und das. Und das brauche ich jetzt überhaupt nicht mehr, weil ich fühle es. Gell? Es reicht, wenn man sich zumindest kurz hinsetzt und man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie es ist. Oder wie man sagt, man schläft einmal drüber, denn wenn wir in der Nacht, wenn wir schlafen, dann reißt aber natürlich unsere Seele und unser Bewusstsein verbindet sich eben mit dem höheren Bewusstsein. Und wir bekommen sozusagen in der Nacht die Informationen von dem höheren Bewusstsein. Und dann wissen wir in der Früh oder am nächsten Tag, okay, es fühlt sich jetzt so und so an. Und dann können wir besser entscheiden. Wir haben sozusagen in der Nacht die Bestätigung von unserer höheren Intelligenz bekommen. Also das ist auch so eine Möglichkeit für die Entscheidung. Einmal drüber schlafen und das war eigentlich die Information von dem höheren Bewusstsein. Denn das höhere Bewusstsein ist natürlich mit allen unseren Lichtwesen verbunden, mit allen unseren Lichtbegleitern, mit unseren Ahnen, arbeitet praktisch immer. Die arbeiten alle zusammen und wir sind durch das höhere Bewusstsein geführt und begleitet. Und in der Nacht bekommen wir eben so diese Impulse und die Informationen. Ja, es ist wirklich ein Riesensegen, wenn man sich dort auf diesen Weg begibt. Und gleichzeitig ist es auch immer unbequemer, merkt man doch auch im Umfeld, wenn man sich nicht öffnet, weil die Frequenzen eben steigen und dadurch auch alles sichtbarer wird, was man versucht, eben unterm Teppich zu kehren. Also, was hier Frage mich zum Beispiel auch beschäftigt ist, hat die Schattenseite wirklich verstanden, dass sie hier nicht mehr wirklich weiter bleiben kann?
Und ich meine, das, wenn ich mich da hineinversetze, dann sind es wahrscheinlich keine sehr guten Verlierer. Und ja, ich merke ja, es ist immer noch, wenn ich in die medialen Welten gucke, nach draußen, was da stattfindet, das ist immer noch absoluter Wahnsinn und Absurdität höchsten Grades. Und dann gibt es eben diejenigen, die sich auf diesen Weg begeben und sich wieder fürs Licht öffnen. Ja, also ich frage mich da immer noch manchmal, gibt es da noch eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Welten oder wie kann das in Zukunft aussehen, frage ich mich oft. Also ich, meine Meinung nach, hat das die Opposition, sag ich mal, hat sie das schon gut verstanden, aber sie probiert noch, sie hier zu halten. Aber sie hat es schon verstanden, weil die Hierarchien, die über diese Opposition praktisch hier auf der Erde stehen, die Oppositionen, die gar nicht auf der Erde sind, die sind nicht mehr da. Und darüber haben die Plejade auch schon berichtet, dass die Erde jetzt praktisch, also die Erde oder die Menschheit befindet sich also nicht mehr in diese Sklaverei. Also das, was wir hier erleben, betrifft sozusagen nur die Menschen. Also die höheren dunklen Mächte, die über die Menschheit standen, die sind nicht mehr da. Also die Menschheit ist in diese Weise schon befreit. Aber wenn wir zum Beispiel immer wieder welche negative Sachen oder Situationen erleben oder beobachten, dann sind das halt vor allem die Gedanken, die diese Felder der Gedanken, die die Menschen entwickelt haben. Und dann verbinden sich die Menschen durch diese Gedankenfelder untereinander und dann wird es irgendwie immer noch viel, gell? Aber ich bin überzeugt, dass die andere Seite schon verstanden hat. Deswegen sind die vielen Hierarchien nicht praktisch nicht da. Aber jetzt geht es praktisch darum, dass jeder Mensch oder die Menschen, die bewusst sind, dass die wirklich anfangen und dass die wirklich bei sich bleiben und jeder, der bewusst ist, das Licht ausdehnt. Also was ich immer und viele anderen Autoren oder ja, Menschen, die spirituell tätig sind, sagen, die Lichtwelt oder das Licht wird siegen. Es ist jetzt nur Frage der Zeit, wann das Licht hier sich mehr ausdehnt, gell, hier auf der Erde. Aber diese wirklich, sage ich mal, diese ganz schlimme ja, Energie, die über die ganze Erde wirklich, es wurde wirklich um die ganze Erde herum wie so eine dunkle Schicht gemacht, erzeugt, das ist auch nicht mehr da. Und die Plejade haben, glaube ich, vor, ja, vor Weihnachten oder Spätherbst haben die auch berichtet, dass dadurch, dass diese Schicht nicht mehr da ist, können jetzt noch mehr kosmische Frequenzen zu uns strömen und sogar die planetarischen Frequenzen, die wir früher hier nicht auf 100% empfangen konnten. Also es ist jetzt gerade so viel und unsere Chakren zum Beispiel, die können sich jetzt erstmal nach Tausenden von Jahren an diese planetarische Frequenzen anbinden. Erstmal dadurch, dass diese dunkle Schicht um die Erde herum nicht mehr existiert. Wir waren wirklich wie in so einer Quarantäne. Und ja, und zweitens, auch die anderen Planeten werden durch viele außerirdische Zivilisationen befreit, was die Matrix betrifft. Also nicht nur die Erde wurde in so künstlich erzeugte Matrix eingeschlossen, sondern auch viele andere Planeten in unserem Sonnensystem. Und die werden jetzt auch alle befreit. Und wir bekommen jetzt endlich mal die positive Kraft der Planeten. Wir haben vielleicht nur für, weiß nicht, 50, 60% die planetarische Kraft bekommen. Aber jetzt werden wir richtige, wunderbare, positive Kraft bekommen. Und das macht natürlich mit uns, deswegen
werden sich jetzt viele Themen noch zeigen bei vielen Menschen. Und das erzeugt auch natürlich Energie, wenn sich die Menschen reinigen, wenn die diese Energie abgeben, die Programme, alte Programme. Und wenn vielleicht ein anderer Mensch auch so ähnliche Programme in sich trägt, dann kann das auch an sich anziehen, gell? Deswegen ist wichtig, dass sich jeder für sich reinigt, dass jeder für sich wirklich meditiert, dass jeder für sich viel in die Natur geht. Und dann muss auch nicht viel machen. Also wenn man in die Natur geht, dann reinigt man automatisch, wird durch die Natur geheilt. Und ja, jeder muss halt wirklich, muss einfach, auch wenn das viele Menschen nicht gerne hören, jeder muss wirklich bei sich arbeiten. Es geht nicht, kein Weg drum vorbei. Ja, das ist leider Gottes so. Und das ist, denke ich, wohl auch der entscheidendste Satz oder Schlüssel nach wie vor. Jedes Interview, was man führt, dreht sich am Ende des Tages doch wieder nur um Selbstverantwortung und in die Selbstermächtigung zu treten, um in seine Schöpferkraft zu kommen. Aber es ist einfach so. Ja. Man neigt dann doch wieder so sehr dazu, sich irgendwo anders anzudocken. Es passiert so leicht und dann dienst du vielleicht doch wieder irgendwelchen alten Feldern, wo du eigentlich gar nichts mehr sein möchtest? Ja. Ja, und ich glaube aber auch andererseits, wenn auch natürlich negative Situationen entstehen, das sind eben Situationen, die vielleicht den anderen Menschen wieder die Augen öffnen. Also die spiegeln auch, und es geht wirklich hier um kolossale Reinigung hier auf der Erde. Und es geschieht so viel gleichzeitig. Wir sind wirklich in so einer Phase. Es ist alles sehr turbulent. Aber trotzdem, genauso wie du sagst, das Wichtigste ist, also ich finde es auch wirklich das Wichtigste, dass wir vertrauen, dass wir ja diesen Weg selbst auserwählt haben. Wir sind zur Erde gekommen mit so einem bestimmten Plan. Wir haben es gewusst, wie das hier auf der Erde ausschauen wird. Und vielleicht können wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir das selbst wollten. Wir wollten diese Zeit erleben, auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Aber wenn wir uns immer wieder ein bisschen daran erinnern, dass wir nach unserem Plan gehen und dass jeder von uns, egal auf welche Weise, zu diesem großen gemeinsamen Plan gehört, und jeder ist praktisch ja Teil von diesem Plan. Und egal, welche Aufgabe man hat, und auch wenn viele Menschen sagen, ja, ich habe gerade keine höhere Aufgabe, das muss gar nicht sein. Es reicht, wenn wir hier lichtvoll sind auf der Erde. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das Lichtvolle hier zu leben und weitergeben, einfach lichtvoll zu sein und positiv sich zu freuen und diese Freude und die Leichtigkeit weiterzugeben, damit noch mehr davon wird hier auf der Erde. Ja, das ist auch so schön, dass du das sagst und wertvoll. Ich meine, jedes authentische Lachen und Lächeln verändert die Welt wieder ein Stück weit. Jedes Mal wird die Frequenz angehoben. Und eben auch dieses Vertrauen in Gott zu haben, ist so, ich habe echt lange für gebraucht. Obwohl ich so viel gedürstet habe nach Spiritualität und dort weiterzukommen, hatte ich so viele Anteile in mir, die gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Also so aus alten Leben vielleicht noch, dass das nicht gut sein kann und die nicht an Gott geglaubt haben. Und ja, irgendwann habe ich dann geschafft, das zu überbrücken und in diese Hingabe zu kommen ans Leben. Und ab deinem Zeitpunkt, glaube ich, mit gewissen Ausnahmen, wenn noch mal was Altes hochkommt, wird aber das Leben ziemlich viel leichter. Ja, und unsere Seele hat es gewusst, dass in dieser Inkarnation, dass wir so viel auf einmal abgeben können. Deswegen sind wir jetzt hier. Bei mir war es früher auch wirklich sehr turbulent, also in meinen früheren Jahren, wo ich noch ganz jung war. Das war sehr, sehr turbulent, und ich habe mich gewundert, wieso habe ich mir so viele Lebenssituationen, auf mich so viele Situationen genommen. Das habe ich auch praktisch erst jetzt verstanden, durch die Botschaften der Plejada.
Ja, dass sich der Kreis dann auch mal schließen wird und unsere Seele oder meine Seele und jede Seele in dieser Zeit wollte eben zur Erde zu kommen, damit wir viel wie möglich abgeben können, damit wir uns wirklich viel, viel befreien. Vorwärts leben, rückwärts verstehen, kam mir dazu auch immer wieder. Und auch der Satz von, das passt zu dem, was du davor gesagt hast, Dieter Bröss hat mal gesagt, 2012 findet statt. Die Frage ist nur, wann 2012 ist. Das Also stimmt. wir Das haben es ist eben doch gut. in der Hand. Ja, das stimmt. Das ist gut. Schön. Ja, es ist sehr spannend. Danke auch. Also auch spannend zu hören, dass eben die anderen Planeten in unserem Sonnensystem auch unterjocht gewesen sind von negativen Kräften und auch die sich jetzt befreien. Und dann vielleicht abschließend nochmal zu der Anbindung an die heiligen Geometrien. Also was genau hat es damit auf sich? Was können wir machen, damit das noch besser unterstützt wird? Oder passiert es sowieso einfach? Also, ich werde das vielleicht noch kurz erklären für die Ja. Menschen, die diese Botschaft noch nicht so wahrgenommen haben. Es geht darum, dass wir wirklich wie in so einer Quarantäne hier gelebt haben auf der Erde. Also wirklich in dieser künstlich erzeugten Matrix, die wirklich aber mehr und mehr reißt. Also, das muss man schon sagen. Also es sind wirklich schon so unendlich viele Risse entstanden. Und immer wenn ein Riss in dieser Matrix entsteht, dann entstehen neue Räume für die neue Zukunft. Also es entstehen wirklich Räume, die wir noch nicht kennen. Also ich kann vielleicht noch kurz erzählen eine Geschichte. Eine meiner Freundin ist von meiner Veranstaltung nach Hause gefahren. Und sie hat mir das dann erzählt. Wir haben gerade bei dieser Veranstaltung auch das Thema alte Matrix gehabt. Und die Plejade haben uns auch geholfen, aus dieser Matrix auszusteigen auf allen Ebenen unseres Seins. Und sie hat am nächsten Tag erzählt, als sie dann nach Hause gefahren ist, dann war sie plötzlich in so eine Landschaft, die sie noch nie vorher gesehen hat, obwohl sie schon diesen Weg tausendmal nach Hause gefahren ist. Also sie ist da auch geboren in dieser Gegend und sie hat gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich habe so neue Landschaften gesehen, neue Räume, die habe ich früher nie gesehen und ich wusste wirklich nicht, wo ich bin. Und dann haben wir das auch so also uns erklärt, das sind die neuen Räume. Diese fünfte Dimension sozusagen, die für uns jetzt gerade entsteht. Also wenn die Matrix reißt, dann dürfen neue Räume entstehen. Ja, und jetzt aber noch zurück zu der heiligen Geometrie. Ja, und es entsteht hier nämlich so viel Neues. Und dadurch, dass wir jetzt in dieser Quarantäne waren, waren wir auch von der Signatur des Universums abgetrennt. Also auch was die Plejade immer wieder erzählen, alles besteht aus Kreisen, gell, und aus Spiralen und alles ist geometrisch geordnet im Universum. Die Ja. sagen, es ist alles einfach und alles schön geordnet durch Geometrie. Wir Menschen nennen das heilige Geometrie. Und durch diese Kreise ist wirklich alles verbunden. Und in diesen Kreisen sind auch alle Informationen eingespeichert, was die göttliche Intelligenz zum Beispiel da alles reinspeichert. Diese Informationen können dann auch zu uns laden, gell? Und durch diese Kreise, also diese Kreise, diese Geometrie wird jetzt auch auf unsere Erde installiert. Und das heißt, dass wir dann wunderbar mit dem Wissen, mit der göttlichen Intelligenz verbunden sind. Also wir werden dann wirklich mit dem kosmischen Wissen, mit allem Wissen, was existiert, verbunden und auch natürlich mit der Erde, aber vor allem mit uns selbst. Und wir werden auch an unser Wissen angebunden. Und das Beste, wie man sich da anbinden kann, ist eben das reine Herz. Also wenn wir wirklich positive Gedanken haben, wenn wir den anderen Menschen nichts Böses wünschen und so weiter. Also diese alte Regeln, wenn das Herz dann richtig strahlt,
dann verbinden wir uns an diese Geometrie, an diese Struktur automatisch. Da müssen wir auch nichts machen. Was für eine Gnade aus unserer Sicht heraus ist es wirklich so ein Segen, der uns da zuteil wird. Was ich auch nochmal, also jetzt nicht einfach, ich habe ja nicht viel davon, aber ich wollte das trotzdem auch nochmal mit reinbringen, weil es mir einfach so viel bringt, gebracht hat. Also diese Kartensets, das hier ist jetzt neu rausgekommen, das hier gab es schon länger. Und ich sagte den Leuten, auch meinen Klienten, mit den Leuten, denen ich zu tun habe in der Community, dass ich davon überzeugt bin, dass diese Box mit den Karten da drin und dem kleinen Büchlein vollkommen ausreichend sind, um deinen Aufstiegsprozess zu meistern. Es ist kondensiert, es ist absolut genial. Und hier, das kenne ich noch gar nicht so gut, aber da kommen nochmal so viele wunderbare Symbole und Zahlen rein mit dazu, die uns helfen, unsere Ebene, die Schwingung zu erhöhen, unsere Systeme zu reinigen. Und ja, ich finde es so schön, jetzt langsam in diesen Geschmack zu bekommen, was Menschsein als Kind Gottes eigentlich bedeuten kann. Und dadurch wird dieser ganze schmerzliche Prozess auch, war alles sowas von wert. So wie du eben auch sagst, es hat auch seinen Sinn gehabt. Ja. Und jetzt kommen wir eben wieder nach Hause zurück und die Freude wird unendlich sein. Ja. Also ich danke dir von Herzen für deinen wundervollen Dienst, für dein Sein und dein Wirken. Ich könnte auch noch Stunden mit dir weiter plauschen und das können wir auch gerne nochmal in Zukunft machen. Aber ich Zu denke. dir kamen auch jetzt so viele Informationen. Ich sage vielleicht nur eine Ja, letzte gerne. Information, zum Beispiel zu dem zweiten Kartenset. Das ist auch so spannend, weil ich habe da eine Zahlenreihe von den Plejaden empfangen und das ist die Zahlenreihe für Klarheit. Sieben, sieben. Klare Gedanken, Klarheit, ja, Klarheit für das Leben. Und ich habe aber noch nicht gewusst, als ich die Informationen bekommen habe, dass dieses Jahr als Jahr der Klarheit genannt wird von den Plejaden und dass die Engel der Klarheit kommen und so weiter. Also das ist immer alles schon so vorher vorbereitet und dann ist es gerade aktuell. Also ich würde sagen, dass diese Karten sind auch wirklich für diese Zeit ganz, ganz geeignet. Also dass die helfen, wieder in diese Zeit, also wieder für die nächsten Schritte zu machen. Ja, ganz spannend. Ja, wunderbar einfach. Und ich meine, ich bin ja schon jemand, der ist sehr neugierig und ich tauche auch immer wieder in verschiedene Energiefelder ein. Und ich stelle doch am Ende des Tages immer wieder fest, dass ich mich bei den Plejadern am meisten zu Hause fühle. Es gibt auch so viele Prophezeiungen und Menschen, die immer wieder sagen, dass wieder was gefährlich oder Böses kommen kann. Und hier fühlt sich einfach an, als wäre alles gut. Und ich weiß in mir drin, es ist alles gut. Deswegen weiß ich, dass das die Wahrheit sein muss. Ja. Also ich werde alles unterhalb des Videos in der Beschreibung verlinken. Es wird auch ein Webinar noch geben, ein kostenfreies zu dem Online-Kurs. Auch dort werde ich den Link darunter in die Beschreibung packen. Wenn du das dir mal anschauen möchtest, sei gerne dabei. Und ich danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit, Pavlina. Wünsche dir daheim alles Gute auf deinem weiteren Weg ins Licht und in die Wahrheit. Möge Vielen es Dank. für uns alle ein Jahr der Klarheit sein und werden. Und dann bis zum nächsten Mal. Bald. Also ganz liebe Grüße an euch alle und danke, lieber Philipp. Bis bald. Danke. Ciao, ciao.